Hallo Freunde, ich bin heute vor einer halben Stunde zurückgekommen aus Marburg. War wieder ziemlich anstrengend. Wir sind ja gestern Morgen um 7 hingefahren, dann war bei der Ärztin drin. Die Tabletten wurden jetzt immer noch nicht wirklich reduziert, also ich darf sie jetzt auf 15, also um 5 Milligramm, darf ich sie. Die Cortison-Tabletten, dadurch, wo ich nicht schlafen kann, darf ich jetzt kürzen. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Das Gewicht habe ich weiterhin gehalten, weiterhin bei so 55, 56. Die Photophorese war sehr anstrengend. Gestern zum Beispiel bin ich gleich eingepennt, als ich heimgekommen bin. Heute geht es eigentlich. Heute habe ich auch früher abgebrochen, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber das Produkt war das gleiche wie am Montag, also es war jetzt nicht irgendwie tragisch. Ich hatte nur keine Lust, da immer noch länger zu liegen, wenn das ja eigentlich langt. Ja, sonst, was gibt es sonst zu erzählen? Die Woche wird wieder mal anstrengend. Morgen habe ich zum Beispiel Gymnastik. Was heißt Gymnastik? Erst Massage, dann Schule, dann kriege ich das Pilzmittel im Bad Soden und dann habe ich noch Krankengymnastik. Ist der Tag schon mal wieder gelaufen. Dann Donnerstag vielleicht Schule, vorher weiß ich noch nicht. Und dann geht's nach Mainz zu 17:30 live ins Studio. Also 17:30 live ins Studio. Ja, bin ich immer gespannt. Ist ja das erste Mal live, aber es wird bestimmt nichts anderes sein. Außer da könnte ich vielleicht mal einen Bolzen reißen, ne? Könnte ich mal was bringen. Ja, sonst geht's gut. Freitag geht's weiter mit Schule. Krankengymnastik. Dann ein Turnier von der D-Jugend, da würde ich gerne dabei sein. Und Freitag muss ich auch wieder das Pilzmittel kriegen. Also ist die Woche schon wieder voll. Nach so einer Dings sieht mein Arm circa so aus, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Zack, ein bisschen zerstochen. Am Anfang wurde natürlich wieder nicht gleich getroffen, da wird so hin und her, bis dann endlich Blut kommt. Und ja, sonst gibt es nicht viel zu erzählen. Also dass mir jetzt eigentlich, ich bin jetzt wieder aus dem Tief so ein bisschen raus, hab die Scheiße ja hinter mir. Übrigens, die Qualität liegt in meiner neuen Kamera, mit der ich das Ganze jetzt filme. Und nimmt sogar HD auf. Ja, und jetzt kann ich euch noch jemanden vorstellen hier. Das ist Chemo. Schnell den Chemo. Den haben wir an Weihnachten adoptiert. Ist eigentlich ganz lustig, der Typ. Manchmal ist er frech, also er hört mir ja zu. Manchmal ist er halt frech zu mir, ne? Ja. Ja, ja. Hat dir heute schon jemand gesagt, dass du gut aussiehst? Nein. Dann mach dir mal Gedanken. Guck, sowas bringt er dann, ja? Ich will dich gerne mal erleben, wenn du eine Chemo kriegst, ja? Wie du dann aussehen würdest. Ganz dünnes Eis. Ja, der benimmt sich nie so, wie er eigentlich soll, ne? Ist ganz schön frech, der Kleine. Ja, deswegen sitzt er auch meistens hier auf der Couch und mit dem unterhält sich keiner. Ja, gut. Sonst gibt's nichts zu erzählen, eigentlich. Außer, dass die Leberwerte, hey, ich hätte was vergessen. Die Leberwerte sind wieder gefallen, sind wieder besser geworden. Meine Leute sind dafür auch gefallen. Aber das ist klar, wegen der Photophorese passiert das. Thrombus habe ich keine, also keine Blutgerinnung. Aber sonst geht es mir jetzt eigentlich ganz gut. Ich denke, ich kann heute wieder gut pennen. Morgen ist Schule. Und ja, Hausaufgaben habe ich soweit alle schon gemacht. Außer den Englischtext, den ich nicht raff. Und ja. Ich bin mal gespannt, ich werde mich dann, denke ich, Donnerstag nochmal melden. Donnerstag geht's ja danach. Sat 1.
nach Mainz. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Regt euch nicht auf. Und bleibt, wie ihr seid. Ciao.